Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder dabei, The Legend Dragon. Hallo, schön wieder hier zu sein. Wir haben heute The Wisp dabei, ein Kartenspiel, mehr weiß ich nicht. Ich habe auch nicht mehr rausgefunden, aber es geht irgendwie um Fabelwesen. Genau, und um einen Geist. Ich glaube um den Geist. Ich weiß es nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Glaube ich auch. Wir tun das mal weg. Schaut euch mal, hier ist Cinderella. Ja. Wisst ihr, wie schwer es ist, aktuell eine Cinderella-Figur zu bekommen? Ich frage für einen Freund. Es ist echt schwer. Für einen Freund? Ja. Ich kann das Plastik. Brauchst du Hilfe, oder? Nee, überhaupt nicht. Ist offen. Okay. So, Leute. Die Verpackung sieht von außen ganz genauso aus. Wir öffnen das ganze gute Ding mal. Oh, diese Spannung. Wir haben einen Spielplan. Braucht man nicht. Dann haben wir hier einen Block. Ich glaube, vielleicht ist der Spielplan doch nicht so. Den will ich öffnen. Oh, guck mal. Schon eine schöne Schlange, muss ich sagen. Mein Boden ist sauber. Wir werden das Ganze hier so aufblenden. Wir werden jetzt hier kurz die Karten vorstellen. Dann wird es einen kleinen Cut geben. Dann werden wir uns persönlich hier die Bedienungsanleitung einmal komplett durchlesen. Beziehungsweise ich werde sie mir komplett durchlesen. Und dann erklären wir euch das Spiel im Einzelnen. Ich bin gespannt. Sie kann die Karten genauso wenig aufmachen. Aber hier gab es eine Aufreißflasche, habe ich gerade gesehen. Ja, das gibt es meistens bei so Plastikdingern. Okay, also hier ist nochmal die tolle Schlange. Genau, hier sind die Schlangen einfach in verschiedenen Zahlen. Gar nicht so spannend. Sieht aus wie Skat. Und hier ist irgendein, renn ich weg, Käfig. Verschiedene Käfige. Für die Schlangen. Für irgendeinen Zentaurus. Für einen Kobold. Wahrscheinlich die nächsten Karten, oder? Für einen Phönix, ja. Wow, das ist aber mal cool. Die sind cool. Bis 12 geht's immer. Ich nehme die Schlange. Also bisher finde ich den Zentauren auch echt geil. Hades. Wow. Cool. Hades gibt's zweimal. Und einen Phönix gibt es. Finde ich auch. Vielleicht ist Phönix das andere, oder? Ja. Ja, genau. Und das Wisp. Und das ist das Wisp. Gibt's viermal. Also sieht schon mal ganz interessant aus. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Regeln lauten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wie ist denn das ganze Spiel aufgebaut? Also wir haben in diesem Spiel, ihr könnt es übrigens zu zweit bis zu acht spielen. Wir werden hier nur die Regel für zwei Spieler erklären, da wir nicht so viel Freunde haben, um auf acht Spieler zu kommen. Und wir generell eigentlich auch immer nur das alleine spielen, weil es am meisten Spaß macht. Ausgenommen Sonic, das solltet ihr mit mehr Leuten spielen. Auf jeden Fall werden wir wirklich nur auf die zwei Variantenspieler rausgehen. Wir werden auch nicht diese Team-Variante erklären. Klingt nämlich ziemlich mathematisch und wir sind zwar beide sehr gut in Mathematik, aber wir haben frei, Leute. Das ist, Mathematik ist was für die Arbeit. Deswegen werden wir auch nur die Solo-Variante erklären. Es gibt eine Rangfolge bei unseren Karten. Natürlich ist der Mann an oberster Stelle und zwar Hades. So bitte alle Feministen, fühlt euch nicht getriggert, das soll natürlich ein Witz sein. Also Hades ist auf erster Stelle, Hades besiegt alles. Es gibt nichts, was besser ist als Hades. By the way, außer Zeus. Aber Zeus gibt's in den Spielen nicht. Aber ansonsten, Hades geht halt. Ja. Dann haben wir die Käfige. Die Symbole haben nicht unbedingt viel Wertung aktuell. Bei der Ausrichtung, die Käfige sind die zweitbeste Karte. Danach kommt der Phönix als das beste Fabeltier. Danach der Basilisk. Wer hätte das gedacht? Der Zentaurus belegt Bronze. Und das Schlusslicht, wie immer, der grüne Goblin. Wir haben noch den Wisp. Der Wisp ist, ja, eine neutrale Karte. Das heißt, wenn ihr das legt, neutralisiert ihr den Stich. Das Stichgame erklärt euch The Legend Dragon. Das Stichgame. Jeder bei zwei Spielern, jeder erhält anfangs 10 Karten. Diese Karten werden miteinander gemischt und ausgeteilt. Dann wird immer eine Karte gelegt, abwechselnd. Da, wenn ich austeile, fängt Card Pinguin an, eine Karte zu legen. Wenn Card Pinguin zum Beispiel den Zentauren legt, mit seinen 10 Karten, lege ich eventuell auch einen Zentauren. Wenn ich auch einen Zentauren lege, kommt es nur auf die Punktzahl drauf an, wer den Stich gewinnt.
Wenn ich den Stich gewinne, erhalte ich 10 Punkte, weil man für jeden gewonnenen Stich 10 Punkte erhält. Wenn Anmai muss man hier noch kurz erwähnen. Wenn ich den Centaurus lege, muss sie einen Centaurus legen. Wenn ich einen auf der Hand genau, habe. Genau, wenn du keine andere Karte... Wenn sie einen Centaurus auf der Hand hat, muss sie den Centaurus legen. Genau, wenn ich aber jetzt... blöd gelaufen, ich habe keinen Centaurin mehr auf der Hand. Dann darf ich auch eine andere Karte spielen. Je nachdem, welche ich nehme, wenn ich jetzt eine Basilisk oder den Phönix oder den Käfig Hades nehme, gewinne ich automatisch, weil die sind stärker als der Centaurus. Wenn ich aber jetzt einen Kobold in 12 lege, ist zwar die Anzahl höher, da aber der Centauro einfach eine höhere Wertung hat, gewinnt automatisch der Centaurus. So geht es so lange, bis alle 10 Karten aufgebraucht sind. Für jeden Stich, der in diesem Fall passiert, bekommen wir 10 Punkte. Wenn... Es gibt noch eine andere vor Spielbeginn. Könnt ihr quasi, also es müsst ihr vor Spielbeginn sagen, wie viel Stiche ihr insgesamt macht. Solltet ihr die richtige Anzahl der Stiche erraten, bekommt ihr nochmal 10 Bonuspunkte. Genau. Wenn auch 2 Wisps gelegt werden, also wenn ich einen Wisp lege, ist dieser Stich neutralisiert. Wenn ich allerdings, also wenn Card Pinguin den Wisp legt und ich lege noch einen Wisp obendrauf, ist mein Wisp der zweite, der gelegt wurde. Damit gewinne ich den Stich und ich bekomme zusätzlich 10 Punkte zum Stichgewinn. Bedeutet, bei diesem Stich bekommst du dann 20 Punkte. Was eher vorteilhaft ist, wenn man zu mehrt spielt. Wenn man den Wisp legt, einfach nur obendrauf, stoppt es den kompletten Stich und der Stich ist hinfällig, er wurde neutralisiert und kommt weg. Also der Wisp zählt nur zusätzliche 10 Punkte, wenn ein zweiter Wisp obendrauf gelegt wird. Und dann kriegt der, der den zweiten Wisp gelegt hat, zusätzliche 10 Punkte. Also in dem Fall dann genau 20 Punkte. Genau. Das ist so im Groben das Game. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Wir werden aber mal spielen und beim Spielen werden wir es höchstwahrscheinlich verstehen. Genau. Genau. Dann, let's go. So Leute, wir haben jetzt nochmal das Ganze kurz ein Testgame gemacht, damit wir es auch wirklich euch erklären können. Wir werden das Ganze auf einer Karte festhalten. Papierverschwendung ist nicht so on point, außerdem haben wir dann mehr Platz zum Zocken. Wir werden das Ganze nämlich am Anfang dann zählen. Ihr seht ja, wie wir das gleich machen. Ist auf jeden Fall ein recht lustiges Spiel. Also wir haben es jetzt die erste Runde gemacht. War sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Sehr knapp, komm. Es war super knapp. Wenn du die 1 bei dir weggenommen hättest, hätte ich gewonnen. Ja, vorne die 1. Ja, mischen ist nicht so mein Ding. Ich mische hier seit ungefähr 10 Minuten diese doofen Karten, damit sie gut durchgemischt sind. Das ist kein Witz, das macht sie wirklich. Ja, hallo? Das sind neue Karten. Die muss man gut durchmischen. Also einfach in Sleeves einpacken. Jeder bekommt 10 Karten. Jawohl, jeder... Wir haben auch jetzt gemerkt, zu mehr, wenn man, aber 1 gegen 1, ich habe den Teamarena noch nicht verstanden, ich habe es mir noch nicht nochmal durchgelesen, aber tatsächlich zu mehr, das ist auch so 1 gegen 1 richtig lustig. Also zu mehr, aber alle gegen alle ist tatsächlich genau. Dann wirklich cool. Das mit dem Team habe ich noch nicht so verstanden. Das Team so. Ist halt einfach, jeder tut sich die Stiche notieren und am Ende wird zusammengerechnet. Also da ist schon jeder gegen jeden einfach geiler, weil das Spiel ist halt auch eigentlich kein Teamplaying irgendwie. Oh, wie nett, ein Goblin. Ja. Oh, wie nett, ich hab auch einen. Ja, wow. Wow, du hast auch meinen Goblin. Ich hab auch mal einen Goblin. Interessant. Ich hab auch einen Goblin. Hast du noch einen? Nein, der Centaurus ist stärker als der Goblin. Alles ist stärker als der Goblin. Der Goblin ist irgendwie nutzlos in dem Spiel. Extrem, ja. Das aber ist gut, wenn man sich bei den Fabelwesen so anschaut, also ich muss sagen, so Phönix-Basilisk sind ja sowieso overpowered. Ich weiß ja nicht, wo sie die Rechtfertigung sehen, dass sie im Phönix besser ist als im Basilisk. Kann fliegen, wird wiedergeboren. Basilisk versteinert Menschen und Tiere nur durch sein Auge. Ja, aber kann getötet werden. Ja, und ein Phönix auch. Ja, aber ein Phönix wird auch wiedergeboren. Ja, und? Ein Phönix ist älter. Legendärer. Achso, ich bin ja dran. Ja, du bist dran. Ja, es tut mir leid. Ich hab's irgendwie nicht gerafft. Hast du einen Basilisken? Hab ich tatsächlich. Schade. Hast du noch einen? Nein! Natürlich nicht. Ich liebe dieses Spiel tatsächlich, muss ich sagen. Das ist geil. Ich habe einen Phönix. Den habe ich tatsächlich auch. Ich habe jetzt schon mehr Karten als vorher. Gut, dann nehmen wir uns halt die Karte weg.
Käfigen! Käfig ist stärker als jedes Fabelwesen. Finde ich gut. Ja. Gefällt mir. Das ist toll. Ich habe sogar noch einen. Wenn ich den Hades. Das ist jetzt schade. Wirklich, wirklich schade, aber mein Zentaurus ist stärker. Okay. Ja, beide zwei Karten da. Es könnte übel werden, es wird übel. Ich lege den Phönix! Zehner. Welche Karte wird da aufgehen? Jawoll! Ja, und ich habe leider nur noch ein Wisp. Und du hast auch ein Wisp. Ich habe auch ein Wisp. So, damit hat er durch diesen Ding 20 Punkte gewonnen, was mich sehr frustriert. Damit steht es jetzt 60 zu 50. Und wir haben gleich viele Stiche gewonnen. Dann ist folgendermaßen, für jeden Stich bekommen wir 10 Punkte. Ich habe 5 Stiche, sie hat 5 Stiche. Da ich aber den Wisp bekommen habe, ist doch nochmal ein Stich mehr. Wir haben hier, wie gesagt, das Kapinguin 60, Legend Dragon 50. Und da wir immer abwechseln, muss jetzt Kapinguin die Karten verteilen. Das ist wie Uno, nur besser. Uno ist schon geil. Aber Uno legst du nicht hin und stichst? Also ich weiß nicht, wie kann... Es gibt eine Spielversion in Russland, da stichst du die Leute doch ab beim Uno-Spielen. Doch, doch. Achso, ja, okay. Ja, ja, gut, das verstehe ich schon. Ich weiß nicht, ob das... Aber kann man die Karten danach noch benutzen? Man kann alles danach noch benutzen, außer halt den einen. Ja, ja, außer den Typen natürlich, ja, ja, klar. Oder die Frau, sei nicht so sexistisch. Achso, ja, es tut mir leid. Frau oder Mann oder S, man weiß es nicht. YouTube-Algorithmus, bitte versteh diesen Humor. Das ist echt nichts Böses. Also bitte, bis es zweigt das Video nicht. Spaß! Ist natürlich nur ein Witz. Es gibt keine russische Variante. Die Saint-Hustel-Misch-Variante. Sehr professionell. Ja. C. So, jetzt muss ich anfangen, weil Kart-Pinguin die Karten ausgeteilt hat. Sag mal, was wollen die scheiß Goblins bei mir, ohne Witz? Ah, ich liebe dieses Spiel, es ist so frustrierend gut. Es ist toll. Es ist so toll. Es ist, ja. Es ist so toll. Ja, komm. Hast du einen Goblin? Habe ich tatsächlich. Sehr schön. Hast du noch einen? Ich habe noch einen. Noch einen. Leider nicht mehr. Leider nicht mehr, okay. Schade. Ich habe kein Doppel mehr. Hast du einen Basilisken? Actually, ja. Aber ja, es gefällt mir. Es gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Hast du noch einen? Tatsächlich. Hast du noch einen? Ja, leider. Traurig. So ein Phönix? Ich habe einen Phönix. Du hast ja auch kein Phönix, der niedriger Punkt, der dann nachher betrachtet war, das auch mega toll. Geil. Hast du noch einen Phönix? Habe ich tatsächlich. Ja, schade, schade, schade. Hast du noch einen Phönix? Ich habe noch einen Phönix. Und jetzt ist leider meine letzte Karte sehr schwach. Das ist... Schon wieder 60 und 40. Wir hatten beide keine Bonuskarte. Ja, das ist sehr traurig. Da seht ihr mal, wie Kartpinguin seine Karten mischt. Was für... Keine Bonuskarte. Ja, aber ist doch toll, oder? Keine Schumme, keine unfairen Vorteile. Was? Nichts. Das ist fair. Aber ich muss sagen, das Spiel macht Laune. Also die Kartenspiel... Ich muss sagen, es gefällt mir nicht so sehr wie Sonic. Ja... Aber es ist wirklich auch ein tolles Spiel. Das ist super. Und ich muss sagen... Und auch hier ist es wieder so, ich glaube, mit 4 Leuten wäre das wesentlich lustiger. Oh, ich glaube, mit 8 Leuten wäre es richtig geil. Boah, mit 8 Leuten wäre es... Weil da hättest du halt wirklich die Differenz dann, hey, wie viele... Aber wir haben keine 8 Freunde. Wir bräuchten nur 6, aber selbst da scheitern wir. Also ich glaube, ich habe keine... Also ich verstehe mich falsch, ich habe schon Bekannte oder so, aber die würden halt bei so einem Spiel nicht mitzocken. Boah, ich zwinge ein paar Kinder. Ey, nicht aus dem Kontext reißen, Leute, sie arbeitet mit Kindern. Ich arbeite mit Kindern. Alles gut, nicht aus dem Kontext reißen. Ich arbeite in einer Einrichtung mit Kindern und wir könnten dort ein paar Kinder zwingen, mitzuspielen. Die wollen das aber, keine Sorge. Also die wollen das alle, die lieben Spielen. Oh Gott, ich kenne das Video, wenn Kinder missbraucht. Die lieben Spielen. Die lieben Kartenspiele. Die lieben Taktikspiele. Die lieben das alles. Ja, safe, Mann, safe. Die lieben so ein Spiel, wo du nachdenken musst, was für eine Karte du hinlegst.
Was für eine Karte opferst du? Ist ein bisschen wie Schach in der Kartenvariante. Welche Figur opferst du zuerst? Ja, das stimmt. Mit welcher Figur gehst du deinen Angriff nach? Hm. Machen wir mal weiter, oder? Fangen wir an. Was ist ein Phönix? Alter, danke. Was sind denn das für Karten? Wenn du die höchste Karte im Game hast, dann hängt einfach mit einem hast Phönix du einen Goblin? Ja, aber nicht so ein Huhn. Muss ich gerade echt klauen werden. Ja, ja, ich war auch kurz am Überlegen. Hey, bin und ich Centaurus? Oh, kannst du mal wieder aufhören mit der Karte hier? Das ist voll. Ich hab grad den Lauf! Du bist schon echt ein. Also, es ist schon skinnierend, was du da tust. Ne? Hast du noch einen Goblin? Bitte? Ich glaub, die Runde, muss ich leider sagen, geht nicht an mich. Hast du einen Centaurus? Ha! Okay. Aufstieg der Centauren! Hast du mal so ein bisschen? Tatsächlich habe ich einen. Jawoll. Hast du einen Zentauren? Ja, jo, ja, hier ist noch ein Einser. Ja, jawoll. Hast du einen Phönix? Tatsächlich nicht, nein. Sehr schön. Hast du einen Cage? Nö, auch nicht. Kann ja. No. Hast du einen Wisp? Leider nicht, nein. Dann ist oh, dann, oh, 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 nee, ist neutralisiert. Nee, das ist neutralisiert. Dann neutralisiert heißt, ich 50 habe 50 zu 40. 40. Sehr schön. Knappe Kiste. Ja, total knapp. Ich liege immer noch hinten. Ich habe nur um 2 Stiche. Ja, das ist nicht viel. In so einem Game schon. Wir hatten jetzt immer Gleichstand. Wenn du jetzt mal die Testphase absiehst, die wir hatten. Die war mies. Wo ich übrigens 80 zu 30 vorne lag. Ich hatte 6 Goblins auf der Hand, Leute. Was ist denn das für ein Müll? Ich hatte einen Goblin auf der Hand. Und der hat meine geschlagen! Es war ein starker Goblin! Es war hier der Big Boss! So, wir machen übrigens 5 Runden, weil es ja nur ein Testgame sein soll. Hätte ich jetzt einen Wisp gehabt, wäre das jetzt schon Game gewesen, oder? Was? Warte, was? Wäre das jetzt ein Wisp gewesen, wäre ich schon Game gehabt, oder? Wahrscheinlich, ja. Okay. Ja, es ist nur so mittelmäßig. Hast du einen Goblin? Tatsächlich habe ich einen. Wow. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, super. Ich liebe diese. Hast du Basilisken? Ach, leider ja. Und noch einen? Leider. Nein, aber ein Phönix! Niedern wir uns dem niederen Volk zu? Hab ich tatsächlich nicht. Ach, schade. Das ist krass, oder? Schade. Hast du einen Basilisken? Hm. Aber ein Phönix! Jetzt kriegt sie die Phönix raus, das ist sehr gut. Hast du einen Goblin? Tatsächlich nicht, nein. So ein Schade, aber auch. Hast du einen Phönix? Ich hab einen Phönix! Dachte ich mir. Geil. Phönix! Ja. Jawohl. Wisp! Neutralisiert. Ja. Ich liebe diese Karte. Ich habe Hades! Mies, Mann. Ich habe 2 Käfige und sie hat einfach Hades und Fist. Ich habe einfach Hades. Hades ist einfach nur. Das ist schon. 50 zu 40, ich hole auf. Das ist schon. Boah, das ist schon sad. Das ist schon. Wenn du 2 Käfige bekommst und sie bekommt einfach Hades und Wisp. Ich hätte auch nicht besser spielen können. Nee, actually. Irgendwie nicht, nee. Ich habe alle Punkte geholt. Also zu zweit finde ich es tatsächlich schwierig, mit dem Wisp umzugehen. Auch mit Hades tatsächlich. Weil sobald du Hades legst, ist ja egal, was andere legt. Er hat ja verloren. Ja, aber wenn der auch Hades hat und drauflegt, hat er gewonnen. Ja. Weißt du, und dann ist es so schwierig. Bei Wisp also, ja genau. Hades finde ich okay tatsächlich, weißt du, ist einfach okay. Dann nee, ist nur ein weiteres. Hades ist klasse, aber zu zweit ist halt etwas. Ja, der andere hat halt dann verloren, die Runde finde ich ganz okay. Aber den Wisp finde ich schwierig, weil ich meine, es gibt 4 Wisps im Game. Und wenn dann ein einziger, also wenn du den anderen, einen von den anderen hast, legst du drauf, kriegst 20 Punkte. Weißt du, bei Hades hast du das Problem halt nicht.
So, letzte Runde. Oh, Mann. Hast du einen Goblin? Zum Boden, glaube ich. Es geht da nicht so ein Huhn. Hast du einen Phönix? Nicht so ein Huhn. Darf ich mitspielen? Wie sieht's mit Zitarus aus? Ich weine. Ich habe mit 13 Zwölfer. Ich will mal reden, dass er einfach die Zwölfer hat. Das ist voll unfair. Basilisk? Hast du noch einen Goblin? Nein! Sehr schön. Nice. Hast du einen Zentauren? Tatsächlich nicht. Schade. Dann holst du einen Cage raus. Hast du einen Goblin? Das ist ja mal mega unfair. Nee, aber ich habe einen Basilisken. Hast du einen Phönix? Habe ich, sonst sogar einen Messer. Schade. Hast du einen Goblin? Nee, ich habe einen Phönix. Hast du einen Phönix? Nee, ich habe Hades. Das ist übel. Ich habe Wisp. Ich auch! Das ist schade. 60 zu 50. Das ist schade. Wenn ich jetzt den anderen noch gewonnen hätte. Also, 60, 120, 180, 220, 260 für mich. Und du hast 240. Boah, es ist halt ein Wisp, den du gewonnen hast, ne? Mhm. Das du hast zwei Wisp gewonnen. Nee. Doch. Aber du hast ein Wisp mehr gewonnen. Ich hab den ersten gewonnen. Ja, cool. Das war auf jeden Fall The Wisp. Ich hoffe, euch hat das ganze Spiel gefallen. Mir hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's auch sehr spaßig. Ist halt solche Games, die wir hier vorstellen, die sehen zu zweit immer so schnell aus. Wenn ihr die zu viert spielt, macht das deutlich mehr Spaß. Die Spiele sind nicht so zu kompliziert, als wenn ihr zu zweit spielt. Wir stellen es halt zu zweit vor. Und die Regeln, die wir hier haben für zwei Leute, die sind für vier Leute, für sechs Leute, wenn ihr einzeln spielt, auch genau gleich. Habe ich hier vorhin ja schon eingeblendet, die Teamregeln, die könnt ihr euch näher mal durchlesen, wenn ihr im Team spielen wollt. Wir spielen es halt meistens immer einzeln. Trotzdem, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal.